Frankfurt liegt mitten im Rhein-Main-Gebiet und ist eine heterogene und pulsierende Stadt. Und gleichzeitig hat man viele Freizeitmöglichkeiten, man ist schnell in der Umgebung, in der Natur. Viele Nationalitäten, viele Länder. Es gibt eine super Skyline und man sagt ja nicht umsonst Manhattan. Die Stadt ist immer noch weiter in Entwicklung und das finde ich eigentlich hier super spannend, weil ich kann mich auf jeden Fall auf das konzentrieren, wo ich eigentlich davor brenne. Von Wohngebäuden zum Bürokomplexen, Krankenhäuser, Schulen und Hochhäuser entwerfen. Um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, haben wir in der ATP-Gruppe eine eigene Forschungsgesellschaft, die ATP Sustain. In enger Zusammenarbeit mit der ATP Sustain beraten wir den Kunden in frühen Leistungsphasen, um klimafreundliche und nachhaltige Gebäude für ihn zu planen. Und die Haltung von ATP zur Nachhaltigkeit definiert sich über den Green Deal. Den Green Deal, den schätze ich wirklich, weil er unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und kommenden Generationen wirklich definiert. Besonders bei ATP ist, dass wir integral arbeiten. Das bedeutet, dass Architekten und Ingenieure an einem Tisch sitzen und Probleme und Herausforderungen zusammen bearbeiten. Zum Beispiel, wie können wir Sachen schneller machen? Wie können wir unsere Pläne schneller erstellen, Informationen ergänzen? Lösungen finden und diese dann auch umsetzen. Es ist ein sehr schönes Zusammenspiel und man kommt auch sehr schnell und auch viel besser zum Ziel. Diese integrale Arbeitsweise führt dazu, dass wir dem Bauherrn eine termingerechte Übergabe des Bauobjekts zusichern können. Ich bin BIM-Managerin bei ATP und stehe im engen Austausch mit in- und externen Nutzern und den Programmentwicklern. Wir sind ja eine von den ersten, die damit angefangen haben und jetzt sind wir sehr weit. Es geht ja nur nicht um 3D-Zeichnungen zu erstellen, was alle schon sehr cool finden. Es geht noch einen Schritt weiter und es ist, wie verwalten wir die Informationen? Der große Vorteil jetzt ist, dass der Bauherr, der bekommt ein Modell, wo er selber in 3D rumlaufen kann. Und man kann auch so mit standortübergreifend damit arbeiten. Bei ATP bieten wir das duale Studium an, in Zusammenarbeit mit der THM. Und wenn man dieses Studium dann angeht bei ATP, bedeutet das auch, man kriegt einen Betreuer von der Seite des Unternehmens ernannt. Es ist wie eine Ausbildung mit einem Ausbilder. Ich habe bei ATP erst als Studentin angefangen. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Abschluss gemacht. Und bin seit neuestem bei ATP Frankfurt als Architektin eingestellt. Was natürlich super ist, ATP hat seine eigene Academy. Es gibt sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. In alle Richtungen, Nachhaltigkeit, BIM, will man wissen, wie man ein Projekt besser führen kann, wie man mit dem Bauherrn sprechen kann. Und ich muss sagen, dass dieses Angebot wirklich toll ist. Also ist auch wahr, ne? Muss ich sagen. 4 im Frankfurter Office ist es natürlich wunderschön, dass man einen direkten Blick auf den Main hat. Und unser Büro ist ziemlich klasse. Man hat hier eine Lounge. Dort verbringen wir auch Mittag mit den Kollegen. Können wir auch Ideen austauschen. Man hat vom Frankfurter Hauptbahnhof eine direkte Verbindung zum Büro. Das heißt, man ist sehr schnell da und ist auch sehr schnell wieder weg. Ja.